72,09 Punkten zu bleiben, um eben heute Abend in dieser begehrten Finalrunde nochmal starten zu dürfen. Ja, Ramona ist auch noch sehr jung, Jahrgang 2000. Hat aber auch schon einige sportliche Erfolge vorzuweisen. War im letzten Jahr Vize-Weltmeisterin. Und auch Weltcup-Gesamtsiegerin. Genau, richtig. Und auch in diesem Jahr ist sie im Weltcup, konnte sie einen zweiten Platz und einen ersten Platz bisher belegen und ist da in der Gesamtwertung auf Platz 2. Startet mit dem Lenkerhandstand auf der Runde. Ja, sie stellt jetzt ja schon 196 Punkte auf und hat da auf jeden Fall auch noch Potenzial, ihre Punkte zu erhöhen. Genau, da insbesondere eben der Ausbau von den beiden Handständen. Da hat sie aktuell beim Lenkerhandstand die Runde und gleich werden wir dann noch den Sattellenkerhandstand als halbe Runde sehen. Ja, ansonsten fährt sie alle Schwierigkeiten, auch den fünffachen Drehsprung werden wir gleich sehen. Vierfach hat sie angefangen mittlerweile, genau. Sie hat ja auch schon fünffach im Programm. Im Training als Einzelübung kann sie auch teilweise zehnfach springen. Jetzt kommt der Mautesprung, super, der war sehr gut, ja. Leicht gestanden. Jetzt kommen wir als nächstes auch gleich schon der Sattellenkerhandstand. Ja, das ist ein Start gespickt mit Höchstschwierigkeiten. Ja, total kontrolliert. Oh, ein bisschen hat sie da bisschen in die Schulter reingefallen, ja. Aber ja, da zeigt sie sogar, gibt es hier ein paar Zusatzmeter. Die halbe Runde wäre schon ein Stückchen früher zu Ende gewesen. Aber lieber so rum. Die Kerschensteiger-Drehung. Ganz kleines bisschen gewanderter. Ja. Hätte auch ein bisschen mehr Schwung noch vertragen können. Oh, da haben die Kampfrichter aber 50% gegeben, ja. Ja, das ist im einer fast schon so, dass der Sturz weniger wehtut als Prozentabzüge bei einer Übung, ne? Ja. Die Steuerstärke Rückwärtsdrehung war dafür jetzt sehr gut. Ja, das wandelt sich so im Laufe der Zeit. Im Schülerbereich sind immer noch die Stürze, die großen Punktabzüge und dann irgendwann, je mehr Punkte die einzelnen Übungen eben bringen, sind dann die Prozente, die richtig wehtun. Und wenn man dann zwischen den Übungen mal einen kurzen Absteiger hat, dann ist es trotzdem ärgerlich, aber fällt nicht so weit ins Gewicht. Genau. Ramona macht einen sehr ruhigen Eindruck. Ja. Auch eine tolle Haltung, schöne Ausstrahlung und eine perfekte Steuersteiger-Vorwärtsdrehung. Auch bei der Punktzahl ist, abgesehen von der Kerschensteiger-Drehung, hat sich da nicht viel bewegt. Ist hier auch die Rückwärtsserie wieder komplett freihändig und mit ganzen Runden. Hat sie jetzt einen Zucker nach hinten, kann sie aber gut ausgleichen. Sie hat Lenkerstand 8. Sie steht jetzt anders als viele andere Fahrerinnen nach innen geneigt. Aber perfekter 8, zweimal den Mittelpunkt getroffen, da gibt es nichts zu bemängeln. Da merkt man auch mittlerweile, die Wechselrunde hat sie sehr früh gelernt. Ich glaube, die hat sie sogar schon im Juniorenbereich im Programm. Und jetzt wird es spannend. Vierfach gesessen. Genau. Sehr gut. Die Lenkerstanddrehung, die wird bei ihr anderthalbfach bleiben. Ja. Das ist auch eine ganz spezielle Technik, aber es klappt. Weil einfach der Schwung nach den Drehungen nicht ausreichend ist, um da die 2 Meter noch zu fahren. Und da ist dann auch die bessere Entscheidung, runterzugehen, weil in dem Fall die 10% weniger kosten, als es ein Sturz tun würde. Sie hat jetzt noch 1 Minute zu fahren und steht bei in etwa 190 Punkten. Ja, also weiterhin, die größten Punktabzüge waren bei der Kerschensteiger-Drehung.
Ja, jetzt merkt man natürlich auch ihre Routine, fährt das hier wirklich alles total sauber zu Ende. Ramona ist ja auch, wie wir gerade schon gesagt haben, eine der Sportlerinnen, die schon die Weltcup-Saison gefahren ist oder ein Teil der Weltcup-Saison, genau, also und hat schon einige hochkarätige Wettkämpfe hinter sich gebracht, genau, ist da quasi in der Routine. Hier der Übergang zum Versteuerungssteiger auch nochmal sehr kontrolliert. Sind es noch 10 Sekunden? Sie hat noch den Übergang zum Startsteiger und den Startsteiger rückwärts als halbe Runde. Da müsste sie auch mit der Zeit hinkommen. Jawohl. Und direkt der Blick auf die Anzeige und Erleichterung. Pure Erleichterung, dass sie so gut hier in die Saison gestartet ist. Ein super Ergebnis für die WM-Quali. Genau, wir werden Ramona auf jeden Fall Finalteilnahme sehen. Genau. Da ist der Vorsprung zu Froni heute wirklich deutlich. Ja. 187,92 Punkte ist jetzt ihr Ergebnis und auch im Moment bestätigt.